Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two-Point Hospital. Wir haben so eine komische Mission, um schon wieder Infizierte zu erkennen. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Experte dafür. Das ist gestorben. Ja. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Komm, ein paar Prozent noch. Okay, die stecken sich auf jeden Fall an, also stehen die irgendwo beieinander. Vielleicht, wenn wir dieses komische Bakterienzeugs anmachen, dass wir dadurch was erkennen können. Ich kann da nichts erkennen. Mann, ist das denn wirklich so schwer oder stelle ich mich einfach nur so an? Gehst du locker leicht irgendwie? Okay, nein. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Okay. Steht denn da irgendwas, was die Leute machen? Cool, man kann in den Impfstoffmodus gehen. Gib dich in den Impfstoff, indem du auf dich. Oder impfe. Ja, das mache ich ja immer, das zweite. So. Okay. Ist jetzt nicht so optimal gelaufen, so jetzt lassen wir das einfach mal laufen und hoffen, dass das alles gleich ganz cool wird. Ist das Jasmin Odyssey schon wieder? Bist du die Jasmin? Nein, du bist die Agatha Speer. Komm, ein paar Prozent von Ruf noch. Komm, wir haben 51. Ich glaube an dich, Ruf. Ich drücke dich Daumen. 20%, das schaffen wir noch. Gefühl verbringen wir doch jetzt gerade schon eine Ewigkeit in diesem Krankenhaus. Ja, jetzt stirbt gerade alles. Das ist nicht so cool. Ja, das ist wirklich nicht so cool. Ja. Ein Prozent noch, okay. Jetzt, dass wir kein Problem mit dem Preis kriegen, setze ich das jetzt einfach alles auf Standard. Damit müssten wir noch Einnahmen haben. Ja. Fortfahren. Was brauchen wir jetzt? Verarschst du mich jetzt? Wie soll ich das denn jemals hinkriegen? Wie? Wie zur Hölle? Einen ewig hohen Ruf und dann noch Geld. Never. Und Heilungsrate bei 90%. Spiel, hast du es nicht mitgekriegt? Mir stirbt hier eh alles. Auf Radio Two Point. Es ist gerade ein bisschen unglaublich für mich. Vorschläge nachgedacht. Vielleicht sollte ich das Paket wirklich zerstören. Aber ich sehe es gewissermaßen als. Oder wir machen es wieder so, dass wir jetzt halt auf Geld umschalten und dann den Ruf halt holen. Und halt echt viel Geld in der Zeit sammeln. Ich glaube, das machen wir wieder so. Weil das hier wird nichts. Okay, und wir bauen jetzt alles aus, was so geht. Also hier unten die Heilexier. Wir müssen irgendwie das Ganze jetzt schaffen.
Okay, das haben wir geschafft. Unsere Räume sind jetzt eigentlich nicht mehr überlaufen, außer ein paar. Wir bitten die Patienten, uns ihre Leben anzuvertrauen. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt noch irgendwo was kaufen würden und was hinbauen würden, das wird schon bringen. Also wir sparen jetzt einfach, bis wir einen Krankenhauswert von 8.000 haben. 8 Millionen. Daraufhin sollten wir dann genügend zusammen haben, um nicht komplett pleite zu gehen, wenn wir 90% Ruf erreichen wollen. Und Heilungsrate wird sich irgendwie ergeben. Durch den Ausbau jetzt, was ich hier vorhabe, habe ich jetzt eigentlich alle Grundstücke gekauft. Das wäre natürlich jetzt scheiße, wenn ich da nichts mehr hätte. 9 hätte ich hier oben auch noch. Okay, ich glaube, ich nehme erst 9. Zu lange gewartet. 39 Tage und du beschwerst dich? Ein Arzt zum Strecksaal, bitte. Also komische Leute gibt es. Die anderen sind irgendwie so 300 Tage da und der halt irgendwie so 40 und boah, schreckliches Krankenhaus. Wie hoch sind denn unsere monatlichen Ausgaben? 200.000 ungefähr. So, jetzt können wir das hochrechnen praktisch dann auf, wie lange werden wir brauchen, um den Ruf auf 100, also auf 90% zu kriegen. Ich sage jetzt mal spontan. Ja, wir müssen mindestens 6.000 zusammensparen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. So. Jetzt haben wir hier halt 10 Patienten, okay. Was haben wir jetzt noch so viel? Also wir brauchen noch eine Apotheke, dann kopieren wir die einfach mal. Und wo ist jetzt der Eingang davon? Hier unten, okay. Bauen die hier am Eingang durch. Dann kühlen wir die ganzen Raum gleich mal ab. So, und dann brauchen wir noch ein paar Arztpraxen, glaube ich. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, von diesen Räumen da brauchen wir noch einen. Den bauen wir dann hier hin. Ja. Ja. Ich fürchte, das Stockholm-Syndrom hat seine Fühler nach mir ausgestreckt. Und dann das hier auch kopieren. Wandelt sich allmählich in Zuneigung um. Ich möchte die Zeit anhalten und für immer das unberührte Paket anstreichen. Der nächste Soundtrack dazu. So, dann haben wir bestimmt eine Toilette, die einzeln nach hinten geht. Ich möchte nicht schon wieder eine neue Toilette bauen. Ich hasse es, Toiletten zu bauen, ja, die hier. Warnung, dies ist eine allgemeine Warnung. Warnung, dies ist eine allgemeine Warnung. Schön für dich. Guckt mich nicht. Okay, wir bauen unsere eigene Toilette hin. Kreativität ist gefragt. Toilette. Einmal hier nach vorne. Und einmal noch. Nein, wir müssen noch was erweitern. Und zwar hier die zwei hier noch. Die sind wichtig. Wäre nämlich sonst unnütze Platzverschwendung. Goldene Toilette. Was denn auch sonst? Für unsere Patienten kommt nichts anderes in Frage. Okay, einmal ein Waschbecken. Und ein Handtrockner. Wird es schwer werden zu platzieren. Instandhaltung der Arztpraxis erforderlich. Ja, das ist richtig schwer. Gibt keinen Handtrockner. Ein Mülleimer.
Und eine Klimaanlage, wir können da so ein kleines Dings reinstellen. Und das bauen wir dann noch. So. Und dass wir unsere Krankenhausattraktivität wieder erreichen. Und noch so einen Rosenstrauch. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Two Point Hospital wieder, wenn vielleicht mein Plan aufgeht. Bis dahin, tschüss!